nochmal. Oh, scheiße. Warte. Jetzt aber. Immer diese Intros. Oh. Ah. Ja, bis gleich. Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück. Der Diverses Kanal ist wieder da. Jawohl, heute mit einer weiteren Folge. Wir warten immer noch sehnsüchtig auf das Paket vom Snuff Store. Und von den anderen, die anderen Pakete auch noch. Schlimm. Ich brauche das Paket. Naja, ein paar Schnupftabake haben wir aber noch. Und zwar kümmern wir uns heute nochmal um einen englischen Vertreter von der Firma Gavitt & Hogarth, die ja auch diesen wunderbaren Kautabak hergestellt haben. Den Candle Snuff. Zeige euch die Verpackung auch gleich mal. Sieht schon mal so aus. Ha, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich zeige euch auch gleich warum. Ja, ich zeige euch erstmal die Verpackung und dann kann ich nochmal ein bisschen weiter was dazu erzählen. Ja, ich hatte mal gedacht, ich bestelle mir mal einen SP. Ne? So, dann hatte ich gedacht, ihr habt das so gesehen denn da bei Snuff & More. Und ich dachte, das wäre so eine Dingspackung, so eine Aufklapppackung, weil SP und so, das ist ja mal alles so ein bisschen sehr fein. Nein, das ist eine, es ist kaum zu glauben, es ist eine Löwenprise-Packung von Pöschel, diese Plastikverpackung. Ich kann das auch mal als Vergleich zeigen. Ne? Nur das Witzige ist, wenn ihr mal guckt, der Aufkleber ist hier nur falsch rum drauf bei SP, weil normalerweise gehört das ja eigentlich so. Und also hier ist halt diese ganz normale Öffnung. Sieht genau aus wie bei der Löwenprise. Also ist quasi genau das gleiche. Deswegen habe ich mich dann schon mal so ein bisschen gewundert. Und gut, erstmal nichts bei gedacht. Das Ganze dann mal aufgemacht, um mal eine Prise zu nehmen. Wenn man jetzt hier mal so reinguckt, es fehlt auch ein bisschen. Man sieht das jetzt vielleicht so einen kleinen Tick, wenn man mal genau hinten reinguckt. Man sieht das so einen Schatten. Also da ist schon gut die Hälfte raus. Ich müsste jetzt noch gleich mal gucken, wie das, nach was das eigentlich grammatiert wurde. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir uns mal die Konsistenz an. Ja, wenn man jetzt, hier hat man nämlich das Problem. Man kann es nicht in dieser Verpackung verkaufen, weil man sieht es, wenn man sich jetzt hier eine Prise nehmen will, also da muss man schon wirklich höllisch aufpassen, dass einem da nicht zu viel raustritt, weil ich hatte beim ersten Mal auch so gemacht und zack, bumm. Da hätte ich erstmal so eine Ladung daraus gehabt. Ne? Das ist schon mal ein großer Minuspunkt daran. Das finde ich leider schade. Es gibt den zwar wohl auch in Plastikdosen, so wie ich das gesehen habe, aber das hat mich jetzt noch nicht wirklich irgendwie begeistert, sag ich mal. Also das ist hier wirklich keine optimale Lösung. Jetzt weiß ich nicht, an wem die Schuld liegt. Ob das jetzt der Snuff & More hier irgendwie beklebt selber und befüllt irgendwie mit dem SP, mit alten Löwenprisen, Packungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist hier keine optimale Lösung und das ist für mich Schrott. Ne? Aber wir wollen mal gucken, wie der Schnupftabak dann riecht, um mal zu gucken, ob das denn vielleicht auch doch irgendwie noch zu retten ist, das Ganze. Gut, dazu drehe ich einmal um. So, ich würde sagen, wir machen erstmal den Geruchstest. SP ist ja eigentlich eine sehr gute Variante. Ich hatte ihn allerdings noch nicht, deswegen, das war eigentlich mein erster. Aber ich habe von vielen gehört, Mensch, probier mal ein SP, probier das mal aus. Vom Geruch her, prinzipiell eigentlich noch in Ordnung. Man merkt aber auch, dass er sehr fein ist. Na, und wir schauen jetzt, ich habe mich mal wieder sehr gut vorbereitet, wie ihr ja wisst. Wir können aber kurz noch mal über was anderes reden. Ja, also wie gesagt, das ist, so ist das schon mal Blödsinn. Muss ich ganz klar sagen, gibt einen ganz dicken Minuspunkt, weil das ist Quatsch. Dann sollen sie es lieber in Dosen rausbringen und dann wäre das auch für mich in Ordnung. Gerade
die Firma, Entschuldigung, Gavitt und Hogarth, sind ja auch im Schnupftabakbereich eigentlich, stehen ja eigentlich für Qualität, weil auch Samuel Gavitt, sag ich mal, super Snuffs herstellt. Das finde ich dann schon ein bisschen traurig. Ja, Kosten für diesen SP sind bei 2,33 Euro. Ne? Also das heißt, es ist nicht unbedingt teuer. Als wie viel Gramm? 10 Gramm. Also ob das 10 Gramm sind, naja gut, ich will es mal glauben. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir mal richtig den Geruchstest. Ja, also es kommt so ein leichter, also man merkt auf jeden Fall den Tabakgeruch. Ist jetzt erstmal gar nicht schlecht. Kann man mit leben. Riecht sehr interessant. Ein bisschen was von Zitrus mit dabei. Aber man merkt halt diese richtige Tabaksüße, ähnlich wie beim Neffa oder beim Toke Quid. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal. Man hat schon das Problem hier, das zu dosieren. Also das ist schon zu viel. Also das ist schwierig hier drauf. Am besten, wenn ihr den bestellt, so rum, am besten, wenn ihr den bestellt, einfach mal eine Dose kaufen und den in eine Dose reinfüllen, weil das ist so mistig. Ja, von der Konsistenz her, er ist ein bisschen feucht und natürlich sehr fein, ne? Also richtig typisch, auch hell, ne? Also wie man das halt so kennt vom Neffa oder vom Toke Quid. Ich würde sagen, ich probiere es mal und dann sage ich euch mal ein bisschen mehr dazu. Wenn man ihn in die Nase reinlässt, kommt erstmal wieder diese Tabaksüße raus aus diesen von diesen Virginia-Tabaken. Genau ähnlich wie beim Neffa. Ja, und wie beim Toke Quid. Ist nicht schlecht, aber haut mich jetzt auch nicht vom Hammer. Haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Wieso komme ich denn auf Hammer? Ja, es ist 9.15 Uhr, Entschuldigung. Okay, ja. Dort kommt ein bisschen Zitrone auch raus, jetzt. Also wir haben das so, so einen Wechsel zwischen diese Süße des Tabaks und die Süße des, der Zitrone. Na, Süße, diese Säure, saure der Zitrone. Ihr müsst euch das ungefähr, ja, also sehr butterlich, sag ich mal. Ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, einfach mal selber probieren. Er ist aber von der Qualität her jetzt nicht schlecht. Das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Deswegen kann eigentlich in der Regel eigentlich einem die Verpackung auch egal sein. Nur in diesem Fall ist es wirklich extremst. Und ich meine jetzt mal wirklich ganz ernst. Extremst ungünstig. Und deswegen ist der beim, werde ich den auch nicht mehr bestellen. Leider. Es gibt... wir schauen gleich mal bei dem anderen Laden. Also hier gibt es den für 2,33 in dieser alten Löwenprise Box drin. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Sorten davon, die bestimmt auch super sind. Whisky, Western Glory, Spartan, Mitchell Special, Kendall Brown, Scandit KB, Jockey Club, Irish Tea, Florette, Eukalyptus. Die sind bestimmt alle ganz toll. English Rose auch noch. Aber ich habe einfach die Vermutung, warum tut man das denn, oder was habe ich die Vermutung? Also ich frage mich, warum man das in diese Verpackung reintut. Wir schauen ganz kurz mal bei der Konkurrenz vorbei, um mal zu gucken, wie wir preislich da liegen und ob es da vielleicht auch andere Grammaturen gibt. Ich meine, ich kann es natürlich verstehen, dass man sagt, okay, wir füllen das vielleicht, machen das in kleinere Portionen, weil einfach niemand diese 50 Gramm Boxen kauft. Weil es ist ja doch, wenn man erstmal 50 Gramm hat, es ist natürlich schon doof, wenn mir ein der nicht schmeckt. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber bitte, liebe Leute vom Snuff & More, bitte tut ihn doch in alte Beteiligung. Ich glaube, dass es vom Preis her nicht großen Unterschied macht. Lass es 10 Cent sein. Dann bietet ihn lieber für 2,70 Euro oder meinetwegen auch für 3 Euro an. Ich denke, das wird dann aber eher verkauft als aus diesen Löwenprisenpackungen. Ganz dicken Minuspunkt. Das ist nicht toll. Aber wir gucken mal, was denn der Snuff Store dazu sagt. Ja, und der Snuff Store, das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Der hat nämlich, hier, das sind so eine richtigen Boxen mit Drehverschluss. Ja, 25 Gramm.
Gut, 25 Gramm geht ja eigentlich im Prinzip noch. Ist ja noch, ich meine, für 4,30 Euro. Also, ihr müsst euch immer vor Augen halten. Denkt mal dran, als ihr noch geraucht habt, wie viel eine Schachtel Zigaretten gekostet hat. Da kriegt ihr nicht mal bei Aldi eine Schachtel Zigaretten für. So, dann kann ich doch lieber sagen, okay, ich hole mir 25 Gramm, hab das in der vernünftigen Box drin. Ich habe sie zwar noch nicht getestet, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch in Ordnung ist. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr Gavit & Hogarth probieren möchtet, geht bitte zum Snuff Store. Tut mir leid, Snuff & More, aber das, was ihr da fabriziert habt, ist Mist. Gut, zum Fazit. Der Tabak ist, wie gesagt, nicht verkehrt. Ich finde ihn ganz gut. Es ist so ähnlich, wie gesagt, ihr habt das so ein bisschen ähnlich wie beim Neffer und beim Tom Quid. Das würde ich jetzt mal so in die gleiche Liga reinstellen. Also durchweg gut in Ordnung. Für Anfänger eher nicht geeignet. Dort lieber mal gucken, dass ihr dann lieber ein bisschen gröberen nimmt, weil der schießt doch sehr schnell auch in die Lunge rein. Gut, das soll es auch für heute gewesen sein mit der Folge. Ich denke, ich werde bestimmt noch eine andere Folge heute reviewen. Wir gucken mal, wie wir Zeit und lustig wir sind. Ich sage schon mal danke für das Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann kümmern wir uns nochmal um einen anderen Schnupftabak. Ich sage tschüss, bis dann, viel Spaß, tschüss.